знати. Його чекають на зруху. Über Menschen kann man sich als Katze schon wundern. Besonders im Sommer, wenn sie in Scharen anrücken und sich freiwillig in langen Schlangen aufreihen. Tausende von ihnen. Sie stehen und warten, schwitzen oder frieren. Schließlich bezahlen sie auch noch Geld. Und all das nur, um in die Eremitage von St. Petersburg zu kommen. Die Menschen strömen durch den Palast und bewundern die Kunstschätze der Zaren. Aber bereits nach wenigen Stunden müssen sie die Pracht wieder verlassen. Wasja und über 50 andere Katzen können kommen und gehen, wann sie wollen, denn sie wohnen hier. Das Wohnrecht gilt seit über 200 Jahren, erteilt von der Kaiserin höchstpersönlich. Seitdem ist die Eremitage mehr als Zarenresidenz, mehr als eines der wichtigsten Museen der Welt. Seit 10 Jahren wohnt Wasja in der Eremitage. Er kennt jeden Winkel im Palast, besonders die Keller. Hierher zieht es ihn, wenn Tatjana Danilova kommt, denn dann gibt es Futter. Ein- bis zweimal am Tag wird hier unten für die Katzen gekocht. Tatjana Danilova kümmert sich im Auftrag der Eremitage um die Tiere. Sie besorgt nicht nur das Futter, sie regelt auch alles, was sonst noch so anfällt. Unterkunft, Verarztung, Bestandspflege. Und der Bestand wächst weit mehr, als ihr lieb ist. Momentan haben wir 70 Katzen, plus minus 5. Und das, obwohl wir in den Kellern der Eremitage eigentlich nur Platz für 50 haben. Einige wurden hier ausgesetzt. Bei anderen hat man uns gebeten, sie vor dem Tod zu bewahren. Oft bekommen wir Tiere, die sonst einfach auf der Straße getötet würden. Heute gibt es einen Sud aus Hühnerköpfen, Fisch und Reis. Vom Wasserhahn ist es ein weiter Weg bis zum Herd. Die Katzenküche wurde erst vor ein paar Jahren in den Keller gezwängt, auf Initiative von Tatjana. Tatjana Danilova und ihre Kollegin Galina Gennadjevna hätten mit den Katzen allein schon genug zu tun. Doch werden sie dafür nicht bezahlt. Bis vor 5 Jahren kümmerte sich eine andere Mitarbeiterin der Eremitage um die Katzen, bis es ihr zu viel wurde. Wasja macht nach dem Essen immer ein Nickerchen in seiner eigenen Holzkiste. Alteingesessene haben eben Sonderrechte. Die meisten Katzen schlafen auf den Rohren. Besonders gerne im Winter, wenn es in St. Petersburg manchmal minus 30 Grad kalt wird. Das gesamte Heizungssystem für den Palastkomplex läuft durch die Keller und wird nie ganz abgeschaltet. Galina Gennadjevna braucht für ihre Futtertour durch die Höfe und Keller über eine Dreiviertelstunde. Viel Kunst kriegt sie dabei nicht zu sehen. Vor einigen Jahrzehnten lagerten hier unten noch jede Menge Gemälde und Statuen. Die Katzen sorgten dafür, dass sie nicht von Mäusen oder Ratten angenagt wurden. Eine Aufgabe, der sie über Jahrhunderte nachgekommen sind. Heute traut sich kein Nagetier mehr in die Nähe des Museums. Der Katzengeruch hält sie fern. Dennoch käme niemand auf den Gedanken, die Palastkatzen abzuschaffen. Sie gehören nun mal zum Leben in der Eremitage.
Wasja war weder kämpferisch, noch konnte er gut Mäuse fangen. Er wurde einst hierher gebracht, weil er sonst auf der Straße verhungert wäre. Heute schmückt er den Palast, wie es sich für eine echte Hofkatze gehört. Wasja beginnt den Tag wieder einmal am Eingang. Um 9:30 werden die Tore des Museums geöffnet. Dann kämpfen Hunderte um die ersten Eintrittskarten. Ein Schauspiel, das er sich offensichtlich gerne ansieht. Auch die Mitarbeiter der Eremitage müssen heute an einer Kasse anstehen. Allerdings wollen sie kein Geld ausgeben, sondern welches kassieren. Es ist Zahltag und fast alle Angestellten erhalten ihren Lohn in bar. Für Katzenmutter Tatjana Danilova ein besonders wichtiger Termin. Denn an diesem Tag gehen die Spenden für die Katzen ein. Die Mitarbeiter der Eremitage haben sich an die Vierbeiner gewöhnt. Jeder, der kann, spendet, damit sie bleiben können. Bei Maria Haltunen im Vorzimmer des Direktors werden die Umschläge mit den Spenden gesammelt. So, Wasja, das hier ist für dich. Im Büro wird das Geld noch einmal genau gezählt. Das Ergebnis ist besser als erwartet. In der Mittagspause bekommen die Katzen in den Höfen Besuch von den Museumsangestellten. Wasja beobachtet die sportlichen Aktivitäten. Ein mutiges Unterfangen, denn zwei Katzen sind bereits Opfer von Schmetterbällen geworden. Irgendwann zwischen Katzenpflege und Kontrollgängen hat es Tatjana sogar noch geschafft, die nötigen Wächterinnen zu organisieren. Es werden ständig Ausstellungen eröffnet und wir müssen eben unsere Wächter organisieren, damit sie für Disziplin sorgen und die Besucher sich wohlfühlen. Darüber hinaus müssen wir aber noch Zeit für die Katzen finden, denn sie tragen ihren Teil zum Leben in der Eremitage bei. Und wir müssen dankbar sein, solange uns das gelingt. Wasja macht sich anscheinend keine Sorgen. Über 250 Jahre haben sich Menschen um die Katzen in der Eremitage gekümmert. Auch Katzenadel verpflichtet. Und was wäre dieser Palast schon ohne die Palastkatzen?